Ich glaub's nicht. Gil hat unsere gesamte Navigationsmatrix umkonfiguriert. O'Connell hat ein Dutzend Außeneinsätze riskiert, um das alles einzurichten. Verdammt! Kello, nicht! Übernehmen Sie das Steuer. Mir reicht's jetzt. Ärger. Ihnen ist völlig egal, was mein Team und ich auf uns genommen haben, um dieses Schiff zu bauen. Richtig. Ich will, dass wir hier draußen überleben. Und wenn ich dazu das Schiff umbauen muss... Dazu haben Sie nicht das Recht. Sofort aufhören, alle beide. Kein Problem. Sobald er aufhört, sich in meine Arbeit an der Tempest einzumischen. Sie waren nicht dabei. Wir mussten unterschiedlichste Tech in einem einzigen Raumschiff zum Laufen bringen. 50 Stundenschichten, neue Erkenntnisse, Unfälle. Menschen vergessen, Salarianer nicht. Für mich ist das alles völlig präsent. Mein Team ist hier. Die Tempest auszuschlachten wie ein kaputtes Funkgerät gefährdet alles, wofür sie so viel gelitten haben. Es gefährdet ihr Vermächtnis. Ich kann nachvollziehen, warum Sie so empfinden. Im Ernst? Hören Sie, Kello. Ihre Leute haben sehr gute Arbeit geleistet, aber sie sind tot. Und sie hätten nicht die Hälfte der Probleme in Helios vorhersehen können, wie zum Beispiel die Geißel. Wenn wir uns nicht anpassen, werden wir auch sterben. Soll so etwa dieses Vermächtnis aussehen? Ein komplexes Schiff im Weltraum zu zerlegen, ist nicht anpassen, es ist unverantwortlich und respektlos. Naja, Gil macht das, was er will. Ich weiß nicht, das reimt. Und baut einfach das ganze System aus, obwohl er versucht zum Laufen zu bringen. Kello ist es mehr ein sentimentaler Wert, aber er ist eigentlich auch der Pilot. Und er weiß eigentlich mehr über das ursprüngliche zusammengestellte Schiff, besser Bescheid als Gil. Also, warum zum Henker arbeiten die gegeneinander? Die Tempest hat zu viele neue Systeme mit neuen Funktionen, um spontan daran herumzuschrauben. Wenn wir Änderungen vornehmen, dann vorsichtig und mit Respekt. Es ist Ihr Schiff. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun. Ryder, ich weiß, es ist nicht... Danke. Okay, es ist vorbei. Gehen wir zurück an die Arbeit. Eigentlich hätte der Streit anders ausgehen sollen. Für Sie habe ich immer Zeit. Na, schön. Sie haben... Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich kann leider nicht so viel mehr machen mit dir. Hört sich jetzt gerade falsch an. Kann ich auf dem Schiff irgendetwas noch tun? Nein. Sieht nicht danach aus. Gut. Vielleicht noch was runtergefallen. Dumm, sich wegen so etwas aufzuregen, oder? Vielleicht hätten sie dabei sein müssen, als die Tempest gebaut wurde. Ich denke ständig daran und sehe dabei die Gesichter meines Teams genauso deutlich wie ihres jetzt. Wie heißt es so schön? Solange sich jemand an dich erinnert, bist du noch nicht tot. Erinnern Sie sich für mich an sie. Erzählen Sie mir, wer Sie waren. Serena trug das Parfum ihrer Bindungspartnerin noch Jahre nach der Trennung. Ich sehe die Muster vor mir, die Tion auf seinen Umweltanzug gestickt hat. Ich sehe Lucille und O'Connell. Vielleicht sind sie noch nicht völlig weg. Wenn sie ihnen Trost spenden und sie inspirieren, sind geliebte Personen dann wirklich tot? Es wäre nur sehr schwer, der Letzte zu sein, aber die Tempest überlebt uns sowieso alle. Ist sonst noch etwas? Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Ihr Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche, der uns durch den Orkusnebel gebracht hat. Der Kern speichert die von ihm erzeugte statische Elektrizität in Kondensatoren. Im Prinzip sind wir unsere eigene Energieversorgung. Serena und Tion haben Wochen gebraucht, um das in einem kleineren Schiff hinzukriegen und sich dabei auch den einen oder anderen Stromschlag eingefangen. Schön. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ja, ja. Schön, schön. G-
Galaxy. Liam Costa, Befreiter, leck mich doch am... Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Ein gräuliches Athlet. Vor allem einer. Bin ich mal auf die Daten gespannt. Weil er lieferte eigentlich Informationen. Was ist denn jetzt eigentlich an dem Satelliten kaputt? Er wurde von der Geisel. Diesem Astronomen auf Aya zufolge müsste hier eigentlich ein Satellit sein. Ich kann nichts entdecken. Falls hier tatsächlich ein Satellit war, ist er jetzt weg. Sie meinen, er wurde zerstört? Ich meine, er ist weg. Wäre er zerstört worden, würden wir zumindest Trümmer finden. Aber hier ist überhaupt nichts. Versuchen wir es bei einem anderen NAV-Punkt. Okay. Ein anderer NAV-Punkt, das... Aber hier kann ich nicht scannen. Namuk. Ein Puffer, Nexus. Sabeng. Was gibt es in Sabeng? Ein bisschen im Weltraum herumfliegen. Ist auch schön. Das ist Element Zero. Anomalie geortet. Ja. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Die Geisel hat sich auch bis hierhin ausgebreitet. Die breitet sich immer mehr und mehr aus. Nein. Sind Sie sicher, dass die NAV-Punkte dieses Astronomen korrekt sind? Er schien davon überzeugt zu sein. Hier draußen ist nichts. Die Geißel hat ja wohl kaum einen ganzen Satelliten verschlungen. Das kann sie doch nicht, oder? Keine Ahnung. Aber sobald ich es weiß, lasse ich es Sie wissen. Sehen wir uns mal die anderen NAV-Punkte an. Die sind ein verschollenes Satelliten untersuchen. Der wäre dann wahrscheinlich in... Danke. Oder? Vielleicht ist es aber auch nur Pech. Auch die Geisel. Deshalb hauptsächlich dort, wo die Geisel. Gibt es eigentlich auf der Nexus noch irgendetwas, das ich noch erledigen könnte, wenn wir schon mal im System sind? Und zwar gibt es hier immer noch die Feuerwehr. Pilatus, Pfeiffer. In dem System hier kann ich nicht, das heißt, es geht direkt nach Kovokran weiter. Aber Choba. Ach, die Sprünge müsste ich auch eigentlich rausschneiden. Die Sprünge dauern etwas zu lange bis zum nächsten Punkt. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Komm, Barke. Hm.
Obwohl, das mit dem Universum ist schon geil gelöst. Da haben wir einen Satelliten. Lassen Sie mich raten. Hier ist kein angaranischer Satellit. Nein, aber ich habe etwas anderes entdeckt. Eine Signalbarke eines angaranischen Schiffs. Sie haben hier bereits gesucht und auch nichts gefunden. Also haben Sie uns eine Markierung hinterlassen. Das muss das Team gewesen sein, das unser Astronom losgeschickt hatte. Sie sind auf dem Weg zu einem neuen NAV-Punkt. Wir sollten uns ihnen anschließen. Gut. Zum angaranischen Schiffes fliegen. In der wahrscheinlich in Eriksen ist. Den Planeten aus der Überwachung. Aha. Dann machen wir doch gleich mal die koganische Verrat. Wenn wir Drake gleich mal auf eine gute Seite ziehen können. Ich liebe den Typen. Ja. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Raumschiffwrack. Da haben wir das Schiff. Einen Moment. Ich habe mit heftigen Störungen durch die Geißel zu kämpfen. Wir sind beunruhigend nah an ihr dran. Da drin ist irgendwas. Ein angaranisches Schiff. Es wurde zerstört. Ich empfange keine Lebenszeichen. Wer war das? Die Cat? Ich habe das Schiffslog gefunden. Ich scanne es und lade es herunter. Plünderer. Die Angara hatten sie dabei erwischt, wie sie Satelliten gestohlen haben. Die Plünderer haben sich gewehrt und die Angara sind mit der Geißel kollidiert. Können wir die Plünderer aufspüren? Ich habe die Transponder-ID ihres Schiffes. Es ist in Kedera Port registriert. Ja, nach Kedera Port müssen wir so... Oh, Moment. Sie sind hier. Nach Kedera Port. Es... Markland. Habitat 7. Na dann, auf nach. Zum vierten Planeten. Wir nehmen den Exilanten jetzt den Planeten weg. Wir nähern uns Kedera. Was wissen wir über diesen Ort? Abgesehen davon, dass er eine Zuflucht für Exilanten von der Nexus ist. Eine Gruppe von Exilanten, die sich die Verbanden nennt, hat Kedera Port von den Cat befreit. Bis vor kurzem hatten sie die absolute Kontrolle. Aber jetzt ist eine neue Gang aufgetaucht, das Kollektiv. Sie sind zwielichtige Bastarde, angeführt von einem Unbekannten, den man den Scharlatan nennt. Tja, mit ein wenig Glück sind sie so beschäftigt damit, sich gegenseitig zu erschießen, dass sie uns überhaupt nicht bemerken. Naja. Kedera. Fangen wir mal damit an. Ja, einmal überspringen. Anomalie auf den Sensoren. Eisenvorkommen. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Merillium. Schön. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Okay, und nichts für hin. Zerstörtes Schiff. Zerstörtes Cat-Schiff. Naja. Mine. Und Bergungsgut. Ich empfange etwas.
Eigentlich ein schöner Planet. Zudem verfolgen Ressourcen auf passenden, wenn einfallslos benannten, gehören Kobalt, Bo, die Arbeiter leiden unter hoher Gravitation und den eisigen Temperaturen, die ihnen der Abbau erschwert. Schicke Sonde aus. Erhalte Scandaten. Berg. Dichte und radioaktives Metall erschweren das Scannen einiger Teile von Minen enorm. Dieser Berg, der voller wertvollen Mineralien ist, war bis zu unserer Ankunft unentdeckt geblieben. Aber ich kann zu dem Berg nicht hinfliegen. Drobror. Ja. Drobror kann uns leider nichts bringen. Mit Dr. Aridane sprechen. Kadera und Baker. Und dieses schwarze Loch. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Ah, eine Ansage an alle eintreffenden Schiffe. Der Hafen ist eine Waffenstillstandszone. Auf Befehl von Sloan Kelly. Sie war Leiterin der Nexus-Sicherheit. Seien Sie auf alles vorbereitet und halten Sie die Kommunikationskanäle offen. Wir sollten bald etwas von unserem Kontakt aus dem Widerstand hören. Oh, eilig scannen. So viel zum Thema. Den Planeten aus der Überwachungsaufnahme finden, Tempest mit Sam sprechen. Dann machen wir das gleich mal. Und hier gibt es nichts. Außer diesen schönen kleinen Planeten hier. So, das heißt, System 100%ig erforscht. Dann springen wir einmal zurück. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Und dann mit... Sprechen wir mal mit Sam. Andererseits, wie sieht das mal? Können wir reden vor der Kamera? Man hört ja so einiges einer Gartenwelt. Eine brandneue Spezies, wenn Sie dazu offiziell etwas sagen dürfen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Ja. Vom Direktor Charun Tan. Ryder, ich habe alle Botschaften der angarischen Bevölkerung gelesen, die Sie weitergeleitet haben. Er ist... ermüdigend, dass uns schon in diesen Frühphasen der Kontakt einige von ihnen unterstützen. Genauso klar ist allerdings, dass es viel Arbeit sein wird, auch den Rest für uns zu gewinnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ich wäre überrascht gewesen, wenn die Angara keine Skepsis geäußert hätten. Erstkontakt ist eine komplizierte Situation, und wenn die Rollen verteilt wären und sie bei uns vor der Tür stünden, wäre ich auch misstrauisch. Danke, dass Sie die Botschaft weitergeleitet haben. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse für unsere Navigation in diesen trügerischen Gewässern. Sie hatten recht. Sie erinnern sich vermutlich nicht an mich, aber ich habe Sie auf der Nexus aufgehalten und Ihnen die Ohren wegen der Angara auf unserer Station wundgeredet. Sie sagten mir, ich solle Sie kennenlernen, also habe ich das versucht und nun, ja, Sie scheinen wirklich rücksichtsvoll und vertrauenswürdig zu sein. Also machen Sie es ruhig so weiter. Schon viel besser. Phoebe, normalerweise schreibe ich so etwas nicht auf und wenn doch, dann versende ich es sicher nicht und gebe damit auf die Kontrolle darüber aus der Hand. Aber irgendwie will ich, dass hier für die Nachwelt erhalten bleibt. Was wir getan haben, so zu schweben, herauszufinden, wie das geht und dann herauszufinden, wie wir uns gegenseitig in den Wahnsinn treiben können, das war super. Sie haben mich entspannt und belebt gleichzeitig. Naja. Hallo Ryder, ich dachte, Sie sollten wissen, dass ich mit Charles gesprochen habe. Lexi. Nach einigen Nachdenken scheint er nun zu akzeptieren, dass der Aufstieg nicht rückgängig gemacht werden kann. Es tut mir leid, falls ich zuvor etwas barsch war. Ich rege mich schnell auf, wenn es um Patienten und meine professionelle Meinung geht. Ich weiß, dass Sie nur helfen wollten und letztlich geht es uns beiden nur um das Beste für die Crew.
der Tempest. Ich werde weiterhin Tests durchführen und die Daten über den Aufstieg studieren, die sie aus der Cat-Einrichtung mitgebracht haben. Aber im Moment muss ich glauben, dass die Beweise mir sagen, und dennoch ist der Aufstieg permanent. Kommissar Charles, die Moschee hat Neuigkeiten aus Aya geschickt und mich gebeten, sie mit Ihnen zu teilen. Unter Ihrer Führung erlauben die Behörden das Studium im Gewölbe von Aya wieder. Es ist natürlich mit großen Risiken verbunden, deswegen beschränkt sie die Teilnahme auf ihren besten Schüler, die zu dem von bewaffneten Wachen begleitet werden. Sie hat zwar nicht ihre Fähigkeiten, mit den Reliken zu interagieren, doch sie will bereit sein, ihnen zu helfen, wo sie nur kann, wenn Meridian gefunden wird. Wir leben in interessanten, aufregenden Zeiten, Charles. Sie mag sie wirklich. Ich habe sie lange nicht so über jemanden sprechen hören. Diesen letzten Teil sollte ich Ihnen nicht ausrechnen. Ich dachte nur, Sie sollten es wissen. Dann archivieren wir das Ganze hier. Mit Kiri über Angara sprechen. Tja. Sam war unten. Mein Quartier ist ja direkt unter der Brücke. Das ist sehr... E-Mail-Terminal. Persönliche Nachrichten habe ich keine mehr. Pathfinder, ich habe in dem Sicherheitsvideo von Spender eine Spur entdeckt, der wir nachgehen könnten. Was hast du rausgefunden? Ich aktualisiere Ihr System mit dem entsprechenden NAV-Punkt. Verbindung nach Kadara untersuchen. Hallo Ryder. Die Erkundung der Aufstiegseinrichtung lässt mich an ein salarianisches Zitat denken. Wir haben verzweifelte Seelen zu Waffen erhoben und wissen nicht, was wir zerstört haben. Das ist eine gute Beschreibung des Aufstiegs. Ich habe mich verändert, seit wir verbunden sind, bin aber noch ich selbst. Der Aufstieg überschreibt die Persönlichkeit. Er zerstört sie. Mir war schon vorher klar, dass eine derartige Zerstörung falsch ist. Durch sie weiß ich jetzt, warum sie verabscheuungswürdig ist. Ja, zur Auflockerung. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Was macht ein Steak unterm Sofa? Ich weiß es nicht, Sam. Sich verstaken. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Meine Algorithmen formen gerade einen neuen. Berechne den Kurs der Pointe. Das war kein Witz. Natürlich. Danke, Sam. Das genügt. Na denn, werden wir uns auf den Planeten begeben. Waffen sind aktuell, Ausrüstung aktuell, Fähigkeitspunkte, und zwar Tech, und zwar hier, mein neuer Freund, beschleunigte Reparatur, plus 15% VW-Gesundheitsregeneration, plus 80% Reduktion der VW-Gesundheitsverzögerung. Aufladetempo. Ja, Fokusmotor. Strahlenschaden. Plus 200% VI-Gesundheit. Na, Schaden, mein Freund, Schaden. Ja. 4 Punkte habe ich noch. An dieser Stelle speichere ich einmal. Da sehen wir uns auf dem Planeten.